Hausaufgaben folgte dem. Hallo, Herr Schröder. Hier spricht Merkel. Ich bin hier drin zu Hause. Weiß auch nicht, warum und wieso und was ich hier tue. Aber Herr Schröder ist leider nicht. Da müssten Sie vielleicht später nochmal einen Fehler. Ich streiche ihn auch gleich durch. Ja. Hallo, Herr Schröder? Ich weiß nicht, von wem Sie sprechen. Das ist meine Garderobe. Heute Abend sprechen wir in meiner Sendung Günther Jauch über das Thema Günther Jauch. Ja oder nein? Und ich kenne schon die Antwort. Also, ich brauche die Antwort, wo Florian Schröder ist. Also, mit Herrn Jauch will ich nichts zu tun. Doch gleich nochmal nachhaken. Aha. Willkommen bei Markus Lanz. Aha. Da würde ich gerne nochmal wissen, geht es Ihnen gut oder sensationell? Aha. 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 Oder was passiert, wenn Sie jetzt sagen, dass es Ihnen sensationell geht? Aha. 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 Was passiert dann? Sagen Sie mal. Aha. 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 Da will ich nochmal nachhaken. Aha. So. Ich gehe nochmal nachhaken. Ja. Schröder, mein Name, was kann ich für Sie tun? Hallöchen, Herr Schröder. Schick haben Sie sich gemacht. Dankeschön. Gehen wir jetzt mal zur Show runter, was? Ja, ich freue mich. Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich auch.